Heute, liebe Schwestern, liebe Brüder und liebe Zuschauer, die sich für Freimaurerei interessieren, geht's um ein ganz strittiges und böses, heikles Thema, nämlich um gemischte Logen. Dürfen Männer und Frauen zusammen Freimaurerei betreiben? Und welche Argumente dafür und dagegen gibt es? Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Seit Jahr und Tag, kann man fast sagen, wird darüber in der Freimaurerei diskutiert, ob es gemischte Logen geben darf. De facto gibt es die seit 150 Jahren. Der Trois Hommes, das ist eine französische Großloge, falls das einige nicht wissen, ist ein Beispiel dafür, wo gemischt gearbeitet wird. Als ich in den frühen 90er Jahren Freimaurer wurde, damals noch aufgenommen in Hannover, und die alteingesessenen Brüder aus Hannover mit den neu aufgenommenen Brüdern aus Leipzig sich an die große Aufgabe gemacht haben, die Loge hier wieder vor Ort aufzubauen, kam es relativ schnell dazu, dass bei einem Gästeabend eine Dame auftauchte, die sehr an Freimaurerei interessiert war. Und diese Dame war sehr sympathisch und sehr neugierig und kam irgendwann mit der Frage: Ich möchte auch Freimaurer werden, aber ich kann es ja leider nicht, weil ich eine Frau bin. Wir haben uns dann eine Weile unterhalten und ich habe ihr gesagt, ja, es gibt ja auch Frauenlogen, und die nächste Frauenloge ist in Berlin von Leipzig aus gesehen, oder ich glaube auch in Hannover gibt es auch eine. Und dann sagte sie, ja, das ist eine schöne Sache, aber ich möchte mit Männern zusammen, mit Frauen und Männern zusammen Freimaurerei betreiben. Dann haben wir darüber gesprochen, wie das wohl gehen könnte. Und ich habe ihr dann auch gesagt, ja, weißt du, mit den gemischten Logen, das ist so eine Sache, die werden ja immer als ganz irregulär angesehen, und das funktioniert ja so nicht. Und dann sagte sie, warum denn das? Und ich sage, naja, da gibt es einen Haufen Vorbehalte. Und das war eigentlich das erste Mal, dass ich überhaupt über diese Thematik gestolpert bin, damals selber ja noch ganz junger Freimaurer. Und dann habe ich so überlegt, warum eigentlich? Und dann habe ich so Brüder gefragt, ältere Brüder, was sie davon halten. Und dann kam ein Argument relativ häufig, und dieses Argument war, wenn ich dann im Tempel sitze und da sitzt diese attraktive Frau mir gegenüber in der anderen Kolonne, dann kann ich mich ja gar nicht mehr konzentrieren auf die Inhalte des Rituals. Ich war damals schon ein bisschen baff, ja, und ich bin es heute immer noch, weil hallo, wir leben im 21. Jahrhundert, also dann darf ich auch nicht in die Gaststätte gehen, weil ich dann mein Essen nicht mehr genießen kann, wenn eine attraktive Frau am Nebentisch sitzt und mich ablenkt. Oder ich darf nicht mehr ins Kino gehen, oder ich darf nicht mehr am Badestrand gehen. Also wer dieses Problem hat, der sollte irgendwie mal ganz tief in sich gehen, ja, und fragen, was ihn da eigentlich genau ablenkt. Ein zweites Argument, was auch immer kommt, ist die Berufung oder der Verweis auf die alten Pflichten. Wie die meisten von euch wissen, sind die alten Pflichten 1723 veröffentlicht worden in England und gelten als eine Art Grundgesetz der Freimaurerei, der regulären Freimaurerei. Hier gibt es eine Passage, die immer wieder zitiert wird, und die heißt, man könne nur dann Freimaurer werden, wenn man ein freier Mann von gutem Rufe sei. Jetzt will ich hier keine Wortklauberei betreiben, und sicher ist damals Mann wirklich im Sinne von männlicher Mann verstanden worden. Andererseits könnte man Man natürlich auch mit Mensch sozusagen übersetzen. Okay, ja, das ist das Argument, dort steht geschrieben, nur Männer dürfen Freimaurer werden. Okay,
Was viele allerdings dann vergessen zu sagen, dass in den Alpenpflichten auch steht, dass niemand Freimaurer werden kann, der eine körperliche Einschränkung hat, also der behindert ist. So, jetzt frage ich mal in die Runde, wo wurde zum letzten Mal jemand aus der Freimaurerei ausgeschlossen oder abgewiesen als Suchender, der eine körperliche Einschränkung hat? Also ich kenne genug Leute, die im Rollstuhl sitzen oder OP-bedingt irgendwie körperlich eingeschränkt sind, die blind sind, die irgendwelche anderen Sachen haben. Ja? Da wird komischerweise nicht drauf rumgeritten. Ein drittes Argument, und hier würde ich bis zu einem gewissen Punkt sogar mitgehen, ist das Argument, dass in gemischten Logen ja auch Ehestreit oder Rosenkrieg mit reingetragen werden kann. Und das kommt tatsächlich vor. Es ist so, dass in manchen gemischten Logen Ehepaare drin sind und die nachher irgendein Problem haben und dann im Endeffekt einer von beiden der Loge fernbleibt oder gar ganz die Freimaurerei verlässt. Ja, das ist traurig, das ist wahr. Hier könnte man allerdings auch wieder entgegenhalten, was ist mit schwulen Männern? Was ist mit Männern, die als schwules Paar in eine Männerloge kommen? Wären die auch abgewiesen? Will man da auch keinen Ehestreit haben? Ich weiß es nicht. Ich persönlich denke, dass es völlig okay ist, dass es alle drei Varianten gibt, dass Männer sich untereinander treffen wollen, dass Frauen sich untereinander treffen wollen. Aber genauso ist es okay, wenn Männer und Frauen gemeinsam was unternehmen wollen. Und wenn die sich entschließen, eine gemischte Loge zu bilden und nach einem regulären Freimaurerritual zu arbeiten, dann sollten sie auch als regulär betrachtet werden. Das ist meine Meinung. Was die persönlichen Befindlichkeiten betrifft, muss das jeder für sich selbst entscheiden. Was ich ganz schlimm und ganz finster finde, ist, dass einem vorgeschrieben werden soll, wo man hingeht. Das ist völliges No-Go. Ja? Es ist okay, wenn die Großloge oder die Regularitäten der Großloge so angelegt sind, dass sie sagen, wir wollen nicht, dass du als Einzelner im Namen der anderen sprichst. Das ist in Ordnung. Ja? Also man sollte nicht als Freimaurer Mann eine gemischte Loge besuchen und dort im Namen aller anderen irgendwelche Grüße überbringen, weil es ja vielleicht gar nicht so ist. Es ist auch okay zu sagen, wir wollen nicht, dass gemeinsam gearbeitet wird zwischen einer Männerloge und einer gemischten Loge. Warum? Weil es in den Logen ja auch immer Brüder gibt, die das nicht wollen und die dann von der Tempelarbeit vielleicht ausgeschlossen werden. Wenn aber ein Einzelner eine gemischte Loge besucht, einfach nur, um dort zu sehen, was die machen, wo ist dann bitte schön das Problem? Was ich übrigens auch übel finde, ist diese gebetsmühlenartige Wiederholung, wir verlieren unsere Anerkennung in England. Vielleicht schaut ihr doch einfach mal nach England, was dort passiert. England, die United Grand Lodge of England, ist mittlerweile viel weiter als das, was hier betrieben wird. Denn dort wird mit Frauenlogen gemeinsam gearbeitet. Dort werden jetzt, wie es gar nicht lange her ist, Männer als Brüder weiterhin in Männerlogen zugelassen, die sich für eine Geschlechtsumwandlung entschieden haben. Das heißt, es muss irgendwo in England Logen geben, wo ein vormaliger Mann, der jetzt eine Frau ist, ganz regulär weiter als Bruder-Schwester angesehen wird. Und das ist der Geist der Zeit. Und so sollte es auch sein. Ja, ich kann nur sagen, liebe Brüder, das ist ein Beispiel, wo ich der Meinung bin, Deutschland hinkt hier wirklich extrem hinterher. Und als Freimaurer sind wir aufgerufen, eine Werte-Elite zu sein und nicht Konservatives zu bewahren, was
sowieso schon lange in der Gesellschaft, überlebt es. Ich freue mich auf eure Kommentare. Knowledge is an inside job. Ach ja, und schaut mal, hier, hab mir selber mal ein T-Shirt bestellt bei Spreadshirt. Das sieht gut aus. Gute Qualität, guter Druck. Schaut mal in meinem Shop vorbei. Tschüss.